Wie viel zählt das Leben eines Schwarzen, einer Jüdin, eines Obdachlosen, einer Romnia, einer Türkin, eines Flüchtlings im Gegensatz zu dem Glauben an die Institutionen? Nur 24 Stunden nach der Randale in Stuttgart warnte der Verfassungsschutz vor neuen Linksextremismus. Während er während der 10-jährigen Mordserie des NSU mit Sprengfallen, Nagelbomben und Hinrichtungen gegen Migrantinnen keinen Terrorismus erkennen mochte. Zu institutioneller Diskriminierung gehört Diskriminierung in Schulen, wo zum Beispiel Kinder in der Schule vor allem von Lehrenden diskriminiert werden. Da sieht man auch, wie Kriminalisierung von Schwarzen schon auch ganz früh anfängt. Dann haben wir eben ganz viele Behördendiskriminierung, dass People of Color allgemein eben nicht die Anträge, die Anfragen nicht richtig bearbeitet werden. Also, und das kommt noch dazu, zu den ganzen Beleidigungen, die so eher offen sind, aber diese ganzen kleinen Diskriminierungen, die man nicht so fassen kann. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an die widerlichen Gewaltdrohmails, die die Nebenklageanwältin Seda Bajayildiz im NSU-Verfahren bekommen hat gegen sich und ihr kleines Kind, losgeschickt von einer Polizeiwache in Frankfurt, unterschrieben mit NSU 2.0. Dafür hat sich hier kaum jemand interessiert, ebenso wenig wie über die standardmäßigen Racial Profiling-Kontrollen im öffentlichen Raum gegen alle, die anscheinend nicht deutsch genug aussehen. Vor allem aber sei an die vielen Todesfälle auch hierzulande in Polizeigewahrsam erinnert, die nicht aufgeklärt und über die kaum berichtet wird. Uri Jallo war ein Flüchtling, der aus Afrika in Deutschland hier kam, bessere Leben zu finden. Er wurde dann durch zwei Polizeibeamten festgenommen, die haben ihn in eine Polizeizelle gebracht und dort Hände und Füße gefesselt und dort lebendig verbrannt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, ob der gelebt hat, als man ihn verbrannt hat, oder ob der schon tot war. Der Bruder, der in Amerika ermordet wurde, George Floyd. Für uns wird die Initiative, es ist nicht Überraschung. Es passiert auch hier in Deutschland genauso wie in den USA. Wir denken an Tonum Bobda in Hamburg. Der ist auch genauso grausam ermordet worden. Maria Massar, Dominique Kumadio, Lai Konde. Das sind über hunderten schwarze Leute, die immer hier ermordet wurden. Wir haben mit einem rassistischen System in Deutschland hier zu tun. Im NSU-Prozess in München hat man ja gesehen, dass das Gericht eigentlich blanker Hohn war, weil jede Möglichkeit, die NebenklägerInnen, Anwälte und so weiter versucht haben zu nutzen, um auf das rassistische Tatmotiv und die rassistische Gewalt hinzuweisen, ist das im Endeffekt, also die sind noch nicht mal bis Rass gekommen, dann war schon so der Block da, weil das gar keine Grundlage sozusagen war, auf der der Prozess geführt wurde. Wo aufklären in diesem System hier? Alle Richtern, alle Staatsanwaltschaften, alle die Leute, die sie ermittelt haben, sind alle weiße Leute. Haben wir das festgestellt? Es geht nicht. Die wollen das nicht aufklären. Es hält uns halt beschäftigt, ne? Also das finde ich immer so, dieses Beweisen, dass es Rassismus gibt, nachzuweisen, dass die Polizei rassistische Strukturen hat, dass es einfach ein Haufen Rassisten ist. All dies hält uns halt die ganze Zeit beschäftigt und hält uns halt vom Kampf ab, der eigentlich radikaler ist, der eigentlich auf eine Überwindung zielt. Wenn man sich mal anschaut, was Hanau eigentlich vorangegangen ist, nämlich die Clan-Debatte, ständige Razzien in Shisha-Bars, die hier stattfinden, Kriminalisierung migrantischer Geschäfte. Und damit wird sozusagen eigentlich ja von staatlicher Seite werden migrantische Orte wie zum Beispiel Shisha-Bars ja schon als gefährliche Orte, als Tatorte markiert und damit so ein bisschen auf dem Silbertablett präsentiert für Rechte, um sich darauf dann auch beziehen zu können mit ihrer Gewalt. Ich finde in der Bündnisarbeit und der Zusammenarbeit super relevant, dass wir es schaffen zu sehen, wo wir quasi also die gleichen Erfahrungen machen oder vergleichbare Erfahrungen machen. Das heißt, wo wir gegen die gleichen Strukturen ankämpfen und auf der anderen Seite oder beziehungsweise gleichzeitig schaffen, die spezifischen Forderungen auch nach außen zu tragen. Also ich sage immer, das ist dasselbe Ökosystem, Scheiße. Rassismus, aber jeder schwimmt so ein bisschen auch in seinem eigenen Sumpf, so wenn es um die Positionierung geht. Und dass der Rassismus, also dass der Mechanismus derselbe ist und dass wir gegen diese Mechanismen gemeinsam kämpfen, das sollte ja auch mit so Bewusstsein möglichst einsickern in so die Praxis, die wir haben in unseren Politiken. Dass wir möglichst breit aufgestellt sind und möglichst viele Kämpfe sozusagen mitdenken. Dass da immer auch Anschlusspunkte und Andockungspunkte zu ganz vielen anderen linken
widerständigen Kämpfen passieren. Und ich denke, dass das genau der Punkt ist, wo antirassistische Politik und auch antirassistische Bündnisse weiter ansetzen sollten.